Moin! Zu Ostern haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Und zwar werden wir mit euch in den nächsten 3 Videos ein komplettes 3-Gänge-Ostermenü kochen. Das Menü könnt ihr 1:1 nachkochen oder nach euren Wünschen abwandeln. Die Vorspeise unseres Ostermenüs ist dieser leckere Spargelsalat mit gebackenem Ei. Es ist eine schnelle und einfache Vorspeise, die echt was hermacht. Also fangen wir an. Als erstes stellen wir schon mal 2 Töpfe mit Wasser auf. Der eine Topf ist für den Spargel und den schmecken wir jetzt mit Salz und Zucker ab. Optional kann man auch noch ein Stückchen Butter, Zitrone und oder Weißwein hinzufügen. Das machen wir aber in diesem Fall nicht. Während das Wasser langsam anfängt zu kochen, widmen wir uns dem Spargel. Wir haben hier weißen Spargel aus der Region, vom Spargelhändler unseres Vertrauens. Der Vorteil hierbei liegt ganz klar an der Frische und dem Geschmack. Wir schälen ihn nun gründlich, indem wir den Schäler unterhalb des Spargelkopfes ansetzen und die Schale in dünnen Streifen bis zum Ende hin rundum abschälen. Und dann auch noch je nach Frischegrad das holzige Ende ein wenig entfernen. So, wir haben nun den Spargel geschält. Die Schalen heben wir natürlich auf. Daraus kann man dann noch eine schöne Suppe ziehen. Und wir werden ihn jetzt schneiden. Ein bisschen schräg ansetzen, dann sieht das Ganze auch sehr schön aus. Und dann kommt der Spargel auch schon ins Wasser. Wir kochen ihn jetzt 10 Minuten, noch leicht bissfest. So mögen wir ihn am liebsten. Aber das könnt ihr natürlich so anpassen, wie euch die Konsistenz gefällt. Während nun der Spargel kocht, geben wir auch die Eier ins kochende Wasser und stellen den Timer hierfür auf 5 Minuten. Dann bleibt das Eigelb noch schön flüssig, man kann aber das Ei ohne Probleme schälen. Solange das Ei kocht, haben wir nun Zeit, um unsere Panierstraße aufzubauen. Das heißt, wir bereiten 3 Schalen vor. Mit Mehl, einem verquirlten Ei und Paniermehl. Und dann noch eine Schale mit kaltem Wasser, um die Eier darin nach dem Kochen abzuschrecken. Nach dem Kochen nehmen wir die Eier raus, schrecken sie ab, schälen sie und wälzen sie in Mehl, Ei und Paniermehl. Somit sind sie jetzt schon vorbereitet fürs Backen. In der Zwischenzeit klingelt auch schon der Timer für den Spargel. Wir holen ihn aus dem Wasser und geben die Schalen für die Suppe ins Wasser und lassen sie darin ziehen, ohne dass das Wasser kocht. Den heißen Spargel schmecken wir nun mit Essig, Salz, Pfeffer und Olivenöl ab und lassen den jetzt schön durchziehen. Jetzt geben wir Fett in einen Topf, um darin die Eier auszubacken. Wer eine hat, kann natürlich auch seine Friteuse dafür nutzen. Wenn das Fett am Holzlöffel Blasen wirft, ist es heiß genug und das erste Ei kann in das Öl. Backt die Eier am besten nacheinander aus, damit das Fett nicht zu sehr runterkühlt und die Panade sich mit Fett vollsaugt. Wenn das Ei dann goldbraun ist, kann es sein Fettbad auch schon wieder verlassen. Nun hobeln wir noch die Radieschen auf, geben sie zum Spargel, mischen alles ein letztes Mal gut durch und richten an. Wir haben das Ganze noch mit etwas Kresse und Parmesan ausgarniert. Aber das kann jeder so handhaben, wie er möchte. Wir hoffen, unsere Ostervorspeise hat euch gefallen. Alle Mengenangaben findet ihr, wie immer, unten in der Videobeschreibung. Macht das Rezept unbedingt nach und vergesst nicht zu kommentieren, liken und zu abonnieren. Dann verpasst ihr am Sonntag auch nicht den leckeren Hauptgang. Bis dann, Chris und Marie.